am Montag, den 17. Juni, findet die Kundgebung gegen die Zwangsräumung von zur Kavere Istedt GmbH Kurfürstendamm hier 103, 104 und so weiter statt. Nee, das haben wir alle noch nicht gesehen. Wir haben nur Flyer gesehen. Ich bin genauso überrascht wie die Kamera. Aber ich möchte gerne wissen, so Fahrstuhl. So, sollen wir den Brief mal vorlesen? Ja. Ist das gut? Ja, super. Ja. Genau, dann machen wir das mal. So, das ist ja was Öffentliches, ein offener Brief. Da haben wir ja kein Datenschutzverletz. Können wir das gut machen? Also, wir besuchen die KWR. Habe ich schon. Estet GmbH. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind heute hier, um eine Zwangsräumung zu verhindern. 7 Gründe, warum wir denken, dass Frau S. ein Recht auf ihre Wohnung hat. Erstens, Frau S. hat ein ärztliches Gutachten, das ihr die Umzugsunfähigkeit bestätigt. Zweitens, Frau S. wohnt seit 38 Jahren in ihrer Wohnung. Sie aus ihrer vertrauten Umgebung zu reißen, ist für sie nicht zumutbar. Drittens, Frau S. hat keine Mietschulden mehr. Die damaligen Mietschulden wurden von ihr mit 8% Zinsen vollständig zurückbezahlt. Diese entstanden nicht ausschließlich durch Frau S., sondern auch durch das Versagen des Jobcenters, durch mehrere Eigentümer und Verwaltungswechsel, sowie durch die Nichtanerkennung eines Guthabens aus der Nebenkostenabrechnung. Viertens, Frau S. ist auf eine Ofenheizung angewiesen und kann aus gesundheitlichen Gründen in keine Wohnung mit Zentralheizung ziehen. Fünftens, das Räumungsurteil ist aufgrund eines unwahrheitsgemäßen ärztlichen Gutachtens zustande gekommen. Sechstens, der Anwalt von Frau S. hat nicht in ihrem Interesse gehandelt und Frau S. nicht über die Gerichtstermine informiert, sodass sie keine Gelegenheit zur Stellungnahme und Anfechtung des Gutachtens hatte. Siebtens, Wohnen ist ein Menschenrecht und somit höher zu werden als die zu erwartenden Gewinne bei einer Neuvermietung. Frau S. möchte in ihrer Wohnung bleiben. Es liegt an Ihnen, ihr das zu ermöglichen. Bündnis Zwangsräumung verhindern. Ja! Yeah! So, jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem Brief, wenn die nicht aufmachen? Erstmal klopfen. Ja. Wow. Das sind oh, die Das ist wahrscheinlich eine Briefkastenfirma. Wohlfühlwohnen. Ich steck's rein. Ja? Jo. Wie bei der Wahl, wa? Ja. Wenn er dann seine Einstellung abgibt. So. Wie haben wir das?